Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elbodum zu einem neuen Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier in der Höhle, einmal in der Mine. Wie hieß denn noch gleich? Und was mit Mine Nummer 1? Ja. Ja, heute geht es hier weiter in der Höhle voran, dass wir mal langsam zum ersten Ohren kommen, zur ersten Stadt. Na, die erste Stadt ist es nicht, aber die erste Stadt mit Arena. So schaut's aus. Hier sind wir in der Mine. Eine Mine. Es ist eine Mine. So, hier haben wir gleich einen Trainer. Einen Bergarbeiter. Findest ein Beleber. Kämpfe mit mir. Mein Partner und ich sind ein Dream Team. Sowohl auf der Arbeit als auch im Kampf. Na, was der wohl für ein Pokémon hat. Arbeiter Dirk fordert dich heraus. Arbeiter Dirk sitzt Kiesling ein. Aha. Okay. Alles klärchen. So. Ich habe meinen Pflanzen-Pokémon am Start. Ja, gegen Gesteins-Pokémon scheint das zu funktionieren. Scheint sehr effektiv zu sein. Zumindest Rasierblatt. Ja, ich habe es. Ihr müsst es mir nicht sagen. Ihr müsst mich darauf nicht aufmerksam machen. Ich habe es im Schnitt bemerkt, als ich den letzten Part geschnitten habe. Ist mir aufgefallen. Ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe das Pflanzen-Pokémon jetzt nie Nein genannt, aber ja, es ist ein Männchen. Also das Pflanzen-Pokémon ist männlich. Ja gut, ja, scheiß drauf. der heißt jetzt weiterhin Ninilein, ist jetzt so männlich, weiblich. Das sind doch beides bürgerliche Kategorien. Tja. Scheiß drauf, das lasse ich jetzt einfach so. ist halt im Geiste. Eine Frau. Ja, divers. Steinpolitur. Nee, das brauche ich wirklich nicht. Dirk besiegt. Okay, das war nicht ganz so traumhaft. Du gewinnst 1400 Pokémon der neuen Gesieger aus dem Kampf gegen Dirk, den Bergarbeiter, hervor. Na, Kumpel. Was geht? So, hier gibt es noch irgendwo ein Item. Oh, sind aber weite, lange Gänge. Müssen wir aufpassen, dass wir uns hier nicht verlaufen. In den Minen von Moria. In den Minen von Galar. Okay, wo sind wir jetzt hier hineingeraten? Oh, das ist der Ausgang. Oh, Route 3. Ach ja, hier gibt es noch ein Item. Felswurf. Okay, ja, hier können wir auch nicht runter. Ist nur ein verstecktes Item. Ja, Sekunde. Felswurf, das können wir tatsächlich gebrauchen. Das können wir unserem Felsen beibringen. Kann er sich selber werfen. So. Felswurf. Das kann doch Rufus erlernen. Sehr gut. Rauchwolke, warum nicht? Und 1, 2 und Schub. Rufus hat Rauchwolke vergessen und Felswurf erlernt. Jo, so muss das. Gleich eingesetzt. Und zurück in die Minen. Galar Mine 1. So heißt die Höhle hier. Haben wir es auch mal gesehen. Das alles jetzt nur wegen der TM. Ja gut, es ist eine sinnvolle TM. Es ist eine coole Attacke. Wow, schaut euch mal diese wilde Pokémon an. Waggonk. Ich glaube, das ist die Weiterentwicklung von unserem lieben Rufus. Aber es ist weiblich. Können wir also nicht gebrauchen. Wenn wir ein Männchen finden, dann lässt sich da, glaube ich, was machen. Können wir die Weiterentwicklung schon nehmen.
Es sieht zumindest nach Weiterentwicklung aus. Also vielleicht täusche ich mich da auch, aber ja. Das Aussehen verrät es in den meisten Fällen eigentlich schon. Flucht gescheitert. Oha. Dann mal Rufus. Vorentwicklung gegen Weiterentwicklung. Ja, sagt mir nicht, das sieht nicht ähnlich aus. Das ist doch, da gibt es doch Ähnlichkeiten. Könnte ich mir vorstellen, dass das die Weiterentwicklung oder sogar die dritte Weiterentwicklung, zweite Weiterentwicklung ist. Die Endentwicklung. Ja gut. Für die EP, für die Erfahrungspunkte können wir mal trainieren. Mal schauen, was unser Rufus so bringt. Ob wir den behalten oder gegen eins austauschen. Ist immerhin schon Level 15. Der kann schon was. Und vielleicht entwickelt er sich auch bald. Wenn Waggon Level 18 ist, dann ja. Ist Rufus vielleicht auch gleich entwickelt. Kann ja passieren, wenn Pokémon jemanden hohen Gras hängt, ist das gar nicht so unwahrscheinlich. So. Setz nochmal Felswurf ein. Muss mich kurz mal räuspern. Hüstel. So, Waggon besiegt. Waggon. Lustiger Name. So, Erfahrungspunkte. Level 16 für Rufus. Level 15 für Blacky. Level 17 für Modi. Ja, unser Team Level 16, 15, 15, 15, 17, 16. Ja, ist doch einigermaßen gleich auf. Noch keine Entwicklung? Naja, kommt vielleicht gleich noch. Wer auf der Arbeit ordentlich was schaffen will, muss regelmäßig trainieren. Aha, okay. Arbeiterin Larissa fordert dich heraus. Praktivalk. Oh. Ja, die Weiterentwicklung ist mir sehr bekannt. Aus Pokémon X und Y. Okay, jetzt haben wir schon drei Pokémon. Katapult. Na komm. Das ist jetzt auch wieder nur für ein Item. Für einen kleinen Parallelweg. Oder warum? Turbodreher vielleicht. Hier wird mir nicht angezeigt, ob es effektiv ist oder nicht. Vielleicht ist es gar nichts von beidem. Turbodreher. Na komm, solange du noch kannst, Rufus. Obwohl, ich würde dich vielleicht mal austauschen, mal ein anderes Teammitglied reinnehmen. Damit du noch ein paar Erfahrungspunkte kriegst. Tote Pokémon kriegen deine Erfahrungspunkte. Steinwurf. Oh wei. Das sieht nicht gut aus. Pixar. Na komm. Lass es was bringen. Joa. Das bringt wirklich was, aber die Attacken von ihm sind auch wirklich stark. Nicht schlecht. Na komm, Pixar, das kriegen wir es trotzdem erledigt. Für die Erfahrungspunkte. Hervorragend. Noch kein neues Level, aber der Ansatz eines neuen Levels. So, weiterkämpfen. Partybalk. Ach, noch eins. Hast du drei davon im Team oder was? Pixar. Ich mach weiter ein Pixar. Hat ja gewirkt. Jetzt sind wir bestimmt erledigt. Ja, der hat eben noch 2 KP. 1 KP hatten wir. Ja, gut. Dann... Nini vielleicht? Nein, Nini wollten wir. Ich dachte, die ist schon besiegt. Ja. Rufus war der was kriegen sollte. Randall. Dann muss Randall halt in den Kampf. Du bist dran, mein kleiner Kleptomane. So, Standpauke. Na komm. Halt ihm eine ordentliche Standpauke, die sich gewaschen hat. Ja. Das ist eine Standpauke, die sich mindestens 3 Tage nicht mehr gewaschen hat. Tonwetzer. Ach, verdammt. Nein, das ist die falsche Attacke. Das wollte ich nicht. Naja, immerhin. Angriff steigt. Silberblick. Verteidigung sinkt. Angriff steigt, Verteidigung sinkt. Von mir aus. Soll mir recht sein.
Standpauke. So, haben wir auch gleich besiegt. Wendel kriegt das hin. Hoch zu Hieb. Na komm, mach's alle. Praktibel besiegt, da war es noch eins. 2 von 3 besiegt. Wendel Level 16. Gewissheit. Was bringt das? 60 Stärke. Dornwetzer vergessen. Jo. 1-2 in den Shop. Randall hat Clownwetzer vergessen und Gewissheit erlernt. So, Praktibalk. Weiterkämpfen natürlich. Kriegst das hin, meine. Ich vertraue auf dich. Gewissheit. Ja, können wir es gleich mal ausprobieren, die neue Attacke. Zack. Naja. Es geht besser. Aber einsetzen kann man sie. Grundsätzlich nicht schlecht. Ruckzuckhieb. Naja. Habe ich auch schon besseres gesehen. Oha. Was ist das für ein Attacke? Achso, nur eine defensive Standpauke. Na komm. Hältst dem Pokémon deine Rede. Ein Volltreffer. Wow. So ein Volltreffer. So, das letzte Pokémon kriegen wir auch noch besiegt. Na komm. Wenn nicht mit Randall, dann halt mit einem anderen Pokémon. Jo. Dann. Ja, Rufus wollen wir noch am Leben erhalten. Der soll seine Erfahrungspunkte kriegen. Kanto, du bist dran. Los, Sternschauer. Das muss doch was bringen. Sternschauer. Zack. Sehr gut. Praktibalk Nummer 3 besiegt. Trainerin besiegt. Kanto Level 17. Kein neues Level für meinen Steins-Pokémon. Das war eine lehrreiche Trainingseinheit. Du gewinnst 1400 Pokémon und dann gehst du siegreich aus dem Kampf gegen die Trainerin hervor. Ah, Kopfkratz. Nicht juckt's. Ach, hier wieder nur ein Item. Ach, diese Parallelwege. Die Trainer beschützen hier nur Items. Grimasse. Ja, nein, danke. Das wäre es jetzt nicht gewesen. Das wäre den Kampf jetzt nicht wert gewesen. Da geht's jetzt aber weiter, oder? Dickter! Ein Dickter! Das wollen wir jetzt nicht fangen, aber das können wir besiegen. Dickter! Sehr nice. Wie gesagt, ich werde versuchen, nur oder weitestgehend nur 8 Generations Pokémon mit ins Team zu nehmen. Ja, Dickter ist erste Generation, wenn ich nicht komplett irre. Braucht man nicht, da können wir andere Spiele für spielen. So, Evoli. Ja, Evoli ist bisher eine Ausnahme. Die legen wir vielleicht auch bald aus dem Team raus. Momentan begleitet sie uns noch wegen des Dynamax-Dingens. Aber ja, mal schauen. Wie gesagt, wenn wir was Besseres finden, ist Evoli die erste, die fliegt. Wenn wir einen Platz brauchen, geht sie. So, Dickter besiegt. Hervorragend. Der hat auch sein Comeback hier in der Höhle. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Hat gar nicht gerne gesehen. Ein guter alter Kumpel aus der Kanto-Region. Moni. Der soll auch mal kämpfen. Für seine Erfahrungspunkte. Doppelkick. Attacke. Fiesling besiegen. Jo. Bruchrüstung. Na komm. Ein paar wilde Pokémon besiegen. Bringt jetzt nicht ganz so viel, weil ja, der Rest des Teams ist schon K.O., also wäre natürlich besser, wenn das Team geheilt wäre. Attacke. Aber gut, auch für Modi können wir KP sammeln, Erfahrungspunkte, EP. Glut. Das wird nicht viel bringen, aber brauchen auch noch ein bisschen. Kiesling besiegt. Brauchen wir nur noch ein paar KP. Oh. Dann darfst du einige tatsächlich ein paar Erfahrungspunkte. So. Wir brauchen mal ein paar Tränke. Supertrank. Brauchen wir gerade nicht. Beleber brauchen wir. So.
Wir werden Rufus mal trainieren, damit er sich bald entwickelt. Minlein. Ach, da können wir das ganze Team heilen. Wozu der Geiz? Wir haben es doch. Können wir auch einsetzen. Im nächsten Supermarkt neu kaufen. Für die Arena-Challenge können wir dann neue Tränke besorgen. Wir haben ja genug Trainer besiegt, dass wir hier Geld bekommen haben. Und außerdem haben wir ja noch was Wertvolles in der Tasche, was wir verkaufen können. Da kriegen wir auch noch jede Menge Geld für. Also daran wird es ja nicht mangeln. So, hier gibt es noch ein Item. Die Granitstein, der ist bestimmt auch was wert. Nein, der verstärkt Typ Gestein. Oh. Können wir mal hier gerade mal hinschauen. Das ist vielleicht auch sinnvoll. Holzkohle. Typ Feuer. Das können wir Mordi mal geben zum Tragen. Granitstein, das kriegt der Rufus. Zuckerbeere. Ein Bonbon, das voller Energie steckt beim Verzehr, steigt das Dynamax-Level eines Pokémon um eine Stufe an. Soll seine KP nach Dynamaxierung. Okay. Ja, von mir aus. So, belassen wir es. Der Kampf. Auf geht's. Ich arbeite hart und dasselbe erwarte ich auch von meinen Pokémon. Aber bloß nicht überarbeiten. Vor allem die Pokémon nicht. Die Pokémon nicht überbelasten. Dicker! Das ist wieder Dicker. Unser Freund aus Pokémon Generation 1. In Let's Go Evoli durfte er auch mal aufgetaucht sein. Da haben wir ihn bestimmt auch ab und zu mal gesehen. Turbodrea. Zack. Jo, das ist auch effektiv. Aber ich habe hier Rasierblatt, das ist sehr effektiv. Na komm, Erstauner. Bitte nichts bringen. So, Minilein, Rasierblatt. Effektiv und besiegt. Hatte die noch ein Pokémon? Level up für Blacky war das, ja. Pflücker, meine Damen und Herren. So, gar nicht schlecht. Energiefokus, ja, können wir nicht wieder vergessen. Und 1, 2 und Job. Blacky hat Energiefokus vergessen und Pflücker erlernt. Sehr gut. Rotom-Move. So. Okay, kommt mir auch bekannt vor. Rasierblatt, na komm. Lass es wirken. Oh, der kann auch Turbodreher. Alles klar. Rasierblatt. Jo, das ist sehr effektiv. Wird uns zwar auf der Attacke nicht angezeigt, aber es bringt was. So, na komm. Nein, das kriegst du hin. Vertrau auf dir. So, besiegt. Und Trainerin besiegt. Lass uns durch. Rufus erreicht Level 17. Mordolf erreicht Level 18. Luisa wurde besiegt. Dein Pokémon würden sich hervorragend in meinem Team machen. Kriegst du aber nicht. Du gewinnst 1500 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Luisa, die Bergarbeiterin, hervor. So, und weiter voran. Hier geht's weiter, denke ich. Hier gibt's ein Item. Ach so, das Pferd auf den Schienen. Ist ja cool. Das Loren-Pokémon. Ach, hier haben wir noch so ein kleines Stein, was wir schon haben im Team. Oh, er noch. Da bin ich extra hier, um nach Items zu suchen. Was finde ich? Einen Trainer. Siehst du den Pokéball da hinter der Lore? Ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich gesucht hast. Und das nicht gesehen hast. Bloß nie. Und haben wir auch im Team. Klonkett. Rasierblatt. Na komm. Temporär. Hältst du noch durch? Sehr gut. Ein Kaffee noch. Rasierblatt. Na komm. Jo, fast besiegt. Na, dürfen wir nochmal? Ach nein. Ja, haben wir nicht den Erst-Hit. Dürfen wir nicht als Erstes. Schade. Dann Rufus. Ja, Rufus gegen Rufus, nein. Klonkett gegen Klonkett. Katapult. Ist immer lustig, wenn die gleichen Pokémon gegen die gleichen Pokémon kämpfen. Also,
Ja, bin den gleichen Pokémon lassen. So kann man es stehen lassen. Nicht dasselbe, das gleiche. So. Emil besiegt. Mit einem Item hätte ich den Kampf bestimmt noch herumreißen können. Der heißt 1500 Pokémon-Dollar. Gehst die können aus dem Kampf gegen Emil, den Bergarbeiter, hervor. Nein, mit dem besten Item der Welt hättest du den Kampf nicht herumreißen können. Sag ich dir. Paar Plateau-Show. Träger wird nicht mehr durch Fallen und andere Objekte beeinträchtigt, die auf dem Boden liegen. Aha. Und wozu das? Liegt noch was rum? Beleber. Ja, das ist durchaus nützlich. Hier noch ein Item. Da ist gleich schon der Ausgang. Sehr gut, haben wir die Höhle heute durch. Oh, na wen haben wir hier? Wenn das nicht eine Herausforderung ist. Bist du selbst durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer. Der Besitz des Wundsterns ist ungeschoren vorbei. Oh, der will Ärger, der Typ. Ich gehe dann einfach mal vorbei. Du bist doch derjenige, der vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Hab ich recht oder habe ich recht? Ha, wie armselig. Jetzt hör mir mal zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ. Kapiert? Ich habe die Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin tausendmal wichtiger als wie du. Falls dir das gerade so zu hoch war, demonstriere ich damit dir meine Überlegenheit im Kampf. Was für ein Arschloch. Ja, Pokémon-Trainer Beatys von dich heraus. Der denkt, er wäre der Beste. Der Allerwichtigste. Los, Rufus, zeig ihm, wer hier der Wichtigste ist. nein, Spaß. Ja, geh mal hier ein bisschen Bescheidenheit lehren. Ich muss dein Pokémon ja auch Gelegenheit geben, seinen Können zu zeigen. Ja, ist klar. Du hast mich nur gewinnen lassen. Kenn ich diese Argumentationskette. So. Dich kriegen wir doch besiegt. Mit links. Es wird ein Klacks. Du mit deinen 6-Generations-Pokémon. Okay, Rufus hast du besiegt. Blackie. Du bist dran. Na, ja, das wird doch kein Problem. Das stellt kein Problem dar. Pflücker! Pflücken dich vom Baum runter. Auf dem hohen Baum, wo du sitzt. Nur wer hochsteigt, kann tief fallen. So, Monimova. Wenn ich das richtig gelesen habe. Okay. Das sind wirklich 6-Generations-Pokémon. Das ist, ja. Gut. Originell ist was anderes. Muss man so mal sagen. Piekser. Piekser ist zu Tode. Frage mich auch irgendwie, warum so eine Attacke. Warum so eine Attacke mit dem Namen Piekser so effektiv sein kann. Naja, mir gefällt's. Solange es mir hilft. Oha, fast besiegt. Nein. Diese eine Kap hier. Na komm schon. Randall, du bist dran. Kämpfe. Mach es fertig, Randall. So, eine ordentliche Standpauke. Ja, eine ordentliche Standpauke können wir dem Herrn dort mal halten. Der selbstverliebte Idiot. Ich bin der Beste. Weiter kämpfen. Ah, was habe ich mir dabei gedacht? Lass die Sachen einfach bleiben. Ein Birimova. Okay. Scheint neu zu sein. Besonders hübsches Pokémon ist es nicht. Gewissheit. Mit Gewissheit werde ich dich verprügeln. Mit Gewissheit werde ich gleich Prügel einsetzen. Am besten teste ich mal die Attacke, die mir als letztes so fasziniert. Säuselstimme. Das ist dein Lieblingsattacke oder was? Aha, okay.
Ich versuche es wirklich mal mit Prina. Ja gut. Nach wie vor eher ineffektiv. Kann man getroffen, aber es ist im roten Bereich. Ach, denn in solcher Stunde wird hier auch nichts bringen. So. Standpauke nochmal. Zum Abschluss noch eine Standpauke halten. Und dann haben wir's. So. Letztes Pokémon besiegt. Trainer besiegt. Und so muss das. Level 17 für Randall. Trainer Baitis besiegt. Verstehe. Na, was soll's. Ich habe auch nicht ernst gemacht. Ja, genau. Ich hab's schon gewusst. Ich hab dich nur gewinnen lassen. Die Argumentation. Du nimmst 1920 Pokémon Dollar und gehst siegreich gegen den selbstverliebten Egomanen hervor. Solche Leute liebe ich am liebsten. Erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir uns je in einen offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dies noch zu verlassen. Was ein Dreckiger. Naja, gut. Was soll's. Egal. Haben wir hier ein bisschen Staub aufgesammelt. Und raus geht's aus der Höhle. Gleich in der Stadt oder was? Nein, Route 4. Okay, dann würde ich mal sagen, deutlich nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Oder? Ja, von der Zeit her würde ich sagen, passt das da schon. Ja, können wir Schluss machen. Deutlich nach oben sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Dann sieht sich im nächsten Part wieder. Haut rein und ciao, ciao.